Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Heute mal wieder mit Action und zwar mal Karten wieder. Ne, die wollen wir ja auch nicht vernachlässigen. Und ich habe mir mal diese Standschablonen hier rausgesucht. Und ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal meinen ganzen Prozess mit. Wie das bei mir so vonstatten geht, wenn ich anfange Karten zu basteln. Also ich habe mir jetzt 3 Karten Rohlinge rausgesucht und habe mir jetzt diese Standschablonen rausgesucht. Und jetzt schauen wir mal. Nun überlege ich. Ich glaube, ich will mit dieser was machen. Und dafür nehme ich diese Karte. So, dann habe ich ja gestern so ein tolles Paket von der lieben Melanie bekommen. Und da will ich heute dann auch ein bisschen was von benutzen. So. Und ich schneide mir die Karte 10,5 auf 14,5. Dann habe ich das mit der Mattung ein bisschen leichter. Und sie passt auch besser in den Umschlag rein. Das ist jetzt, weil es doppelt gelegen hat. So, genau. Und jetzt überlege ich mir, was für einen Aufleger ich nehme. Und da habe ich jetzt mal diesen Block ausgewählt. Das finde ich auch toll mit diesem blauen. Ja, das ist schon mal cool. Und dann nehme ich glaube ich mal diese Blätter her. So. Und jetzt suche ich mir dazu noch so ein Glanzpapier, da war ja auch ganz viel dabei. Mal gucken, welches ich dann nehme. Ich glaube, hier ist was, was da gut zupasst. Mein liebes Schieber, das glänzt aber auch. Nee, das ist doch zu bunt. Mal gucken, ob hier eins bei ist. Ja, das könnte gehen. Das könnte gehen. Ich glaube, das ist so ein grün Mischmasch. Genau. So, und jetzt schneide ich das genau auf 10. Ich mache ein bisschen kleiner, weil die Karte nicht ganz so groß war. Auf 10 und auf 14. So. Ui, wenn man darauf guckt, glänzt aber Hulle. So, und jetzt nehme ich das nächste und das mache ich auf 9,4 und 13,5. So habe ich das, die Mattung genau 0,5 cm kleiner. Und nun guckt denn da so ein bisschen von diesem Rand damit raus. Das war auch so gewollt. Und das klebe ich jetzt schon mal auf. Das will ich ja schon mal so haben. Dafür nehme ich mal von Crafters. Ja, das ist richtig. Ups. Wollte gerade nicht. Und guck, dass ich das einigermaßen gerade, nicht schief, Andrea. Ah, ich kann noch ein bisschen weiter runter. Immer noch schief.
Irgendwie stimmt, das habe ich mich hier wohl irgendwie ein bisschen vermessen. Aber gut. Bin schief, hätte Gott lief, ne? Und ihr wisst ja, beim Basteln gibt es kein Falsch. Ach so, reißt ja das Papier mit auf hier. So. Und den. Also drauf. Das ist das, was ich meinte gestern. Ne, mit der Mattung, dass man das eigentlich so ganz gut machen kann. So, dann packe ich mal diese Stanzen aus. Komme nachher gleich mal in meine Sortiertaschen, die ich von Kreptes habe. Ich das muss mal zur Seite packen hier. So. Und dann nehme ich mal diese Stanze und dann nehmen wir jetzt auch so ein Papier. Da wollte ich jetzt dieses haben hier. So. Ja, das kann ruhig da ein bisschen, wo das Glitzer ist, hin. Ich hoffe, dass die Stanzmaschine das stanzt. Ich nehme jetzt meine Gemini Midi. Normalerweise schafft die hier alles. Irgendwelche Stanzen wollte sie nicht, weil sie mir die Platten auseinander gefallen, aber das macht nichts. Kann ich trotzdem ewig benutzen. So. Wunderbar. So, nun hatte ich aber gedacht, das knicke ich einfach so hoch. Ach so, das ist denn so rum. Das ist denn weiß. Ja, das macht nichts. Da stanzen wir gleich noch mal ein Stück aus. Weil ich das nämlich so als Tasche da so draufkleben möchte. So, oder ich kann hier auch das raufstempeln. Dann habe ich schon mal, du bist toll da drauf. So, dann wollen wir mal gucken. Schwarz. Ja, so rum. Siehst du, das ist doch wunderbar. Da steht ja schon mal, du bist toll. Ja, ihr seid ja sowieso toll. So, den packe ich mir hier mal zur Seite. Obwohl, da kann ich ja nicht mal gucken. Mit der neuen Schrubbox hier, ne, die ich von Crafters habe, wie die so funktioniert. Also das kann man rausnehmen. Da muss dann das Wasser rauf. Das hat auch noch extra Pflegespray. Das habe ich jetzt aber nicht mitgenommen. So. Ja. Und wieder sauber. Wunderbar. So, die packe ich mir hier mal gleich so bereit hin. So. Genau, und das klebe ich jetzt hier vorne an den Seiten zu, damit ich da so eine Einstecktasche habe.
So. Jetzt gucken wir mal bei diesen Sachen hier. Mal gucken. Also drauf steht helle Sommer, ist natürlich auch cool, aber ich glaube, das ist mir zu bunt. Ja, obwohl man kann ja so ein paar reinmachen, ne? Und kann da ein bisschen was draufschreiben, das geht doch auch. Ne, dann kann ich da so ein bisschen was draufschreiben. Hinten ist das hier weiß. Kann zum Beispiel Gutschein draufschreiben oder 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro einzulösen bei mir. Zum Beispiel. So, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das lasse ich auch so. Und jetzt will ich das mit, natürlich mit Abstand drauf haben. Habe ich ihn hier. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen auch aufräumen. So. Jetzt habe ich natürlich meine andere Schere nicht hier. Also mit diesem Klorollenhalter, den ich mir gemacht habe, ne? Das ist so toll. Eine hat den ja auch nachgemacht, habe ich in der Facebook-Gruppe gesehen. Das Ding ist wirklich so toll. Da passt wirklich eine ganze Menge rein. Da habe ich ja ein Video zu gemacht. Also schaut euch das ruhig mal an. Ist unten in der Playlist unter Deko. So, jetzt habe ich aber nicht, ich will jetzt nicht mal eine gute Schere dafür nehmen. Da muss ich mal gucken. Hole ich mal eine andere Schere. Ich habe hier auch noch eine gute beschichtete. Ah, das Zeug klebt immer so dolle. So. Ihr habt mir das schon mal erklärt, wie ihr das macht, aber ich habe das irgendwie nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr das noch mal für mich erklären, für den Doofen. Wie das wirklich funktioniert, wie man die Schere so benutzen kann, dass dieses Klebeband nicht so an der Schere klebt. So. So, das mache ich jetzt mal so schräg darauf. Das finde ich schon mal richtig schön. So, und jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich damit noch was mache. So. Genau, das finde ich nämlich auch ganz toll. Das kann doch schon mal raus. Und dadurch. So, und das mache ich nämlich noch da oben drauf. Das finde ich eigentlich total cool hier mit der Weltkugel. So, da habe ich ja noch. Falscher. Richtiger. So.
das kommt auch mit ein bisschen Abstand darauf. Das sieht doch cool aus. Was haben wir denn noch so drauf? Ach siehste, guck mal, ich hätte damit auch noch mal rauf machen können. Das wäre auch gegangen. Aber ich glaube, mir reicht das jetzt schon, was ich da so drauf habe. Und natürlich müssen da noch Glitzersteine rauf. Gucken wir mal. Solche nehmen hier. Glitzert ja schon toll genug. Und mache ich mal 3. Und dann nochmal. Und hier unten mache ich das gleiche nochmal. Was ihr hört, die sind am Renovieren bei uns hier. Und wir konnten ja teilweise gar keine Videos drehen, weil sie von morgens bis nachmittags immer gebohrt haben, durchgehend. Und das, wo ich jetzt Ferien habe. Ich kann euch sagen, das war echt anstrengend. Aber ich hoffe, sie sind jetzt mit Bohren durch und fangen nicht gleich wieder an. Wenigstens nicht so lange, bis ich das Video hier fertig habe. So. So. Ach ja, hier habe ich ein bisschen geschummelt. Was heißt geschummelt, sondern den Stempel so ein bisschen falsch runtergedrückt. Das mag ich so nicht leiden. Dann kommen da. Kommen da einfach auch noch 2 hin. So, und schon ist der Klecks da behoben. Ja, und das ist Nummer 1. Und das ist doch ganz cool, ne? Kann man jetzt hier noch reinschreiben. Und hier kann ich jetzt hier was Schönes draufschreiben. Oder ihm, je nachdem, wer der Karte gekriegt. Das ist die erste Karte. So, ihr Lieben, jetzt habe ich mir dieses Blatt rausgenommen. Das habe ich schon zurechtgeschnitten und dann nehme ich hier diese Karte, ist ja auch von Action. Die habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht gekürzt, weil ich nicht so viel von diesem wegschneiden wollte. Und da hatte ich ja gestern schon im Video gesagt, dass das bei solchen Motiven immer cool ist, wenn man da so ein Glitzerpapier mit rauf macht, weil das einfach nochmal so einen Effekt gibt. Und das mache ich jetzt erstmal. Ach, ich merke gerade, ich habe meine Brille gar nicht auf. Deswegen kann ich so gucken. So. So. Und seht mal, das gibt doch so einen richtig schönen Effekt. Übrigens hatte eine Abonnentin gefragt, bei diesem Blog, ob da irgendwas draufsteht. Nein, da steht nichts drauf. Ich kann euch nicht sagen, wo der her ist. Ich habe ihn ja von der lieben Melanie geschenkt bekommen. Und ja, kann ich euch nicht sagen, wo der her ist, aber der ist einfach klasse. So, und jetzt will ich das hier mit Abstandsband drauf haben. So.
Kissen sehr schief. So. Und da könnt ihr ja auch so eure Motive nehmen. Oder zum Beispiel könnt ihr auch, wenn ihr in Zeitschriften, so in Gartenzeitschriften zum Beispiel, so ein schönes Blumenmotiv seht, das könnt ihr auch so machen. Schneidet ihr das so aus, dass die Schrift nicht zu sehen ist. Und dann könnt ihr das auch so verwenden. So, jetzt mal gucken. Das ist ja jetzt ganz knapp. Ja, ganz knapp, aber es gefällt mir trotzdem. Und jetzt habe ich mir hier nochmal Papier rausgeholt und da werde ich jetzt nochmal Lieblingsmensch draufstempeln. Den finde ich total schön, der ist von Teddy. Da. So. Gucken, dass ich nicht die Seite mitstempel. Das ist schief. Nö, doch nicht. Dachte ich erst. Ja, alles gut. So. Und schrubbi, schrubbi. Ja, finde ich auch gut hier. Nur ordentlich Wasser rangemacht. Was ich nicht so schön finde, ist, dass man das hier nicht aufmachen kann, abmachen kann. Aber naja, hier haben wir auf hohem Niveau. Okay, so, jetzt habe ich hier Wasserspritzer drauf. Naja, so, dann habe ich jetzt hier den kleinen Schneider, den habe ich auch von Action. Und da habe ich eine Klinge von Stamping Up drin. Und das funktioniert wie Hulle. So, mal gucken. Na, kann noch ein bisschen. Millimeter noch, ich will ja kein L abschneiden. Ja, das müsste gehen. Ja, wunderbar. So. Und so. Und das kommt dann nämlich jetzt so mit drauf. So, habe ich eigentlich auch noch kleine hier. Habe ich eigentlich auch noch hier. Und mehr braucht diese Karte nämlich auch nicht. Und noch Glitzersteine rauf und das war's. Habe ich doch nicht eben den Müll in meinen Teebecher gepackt. So, jetzt mal gucken, wo ich das drauf haben will. Aber ich glaube, das mache ich hier vorne drauf. Da finde ich das total gut. So. Dann kommen nur noch ein paar Glitzersteine drauf. Das finde ich richtig toll. Ist, wenn ihr so große Motive habt, dann geht das damit wirklich richtig gut. So. Ja, nehme ich noch davon. Reicht schon und somit gefällt mir die Karte richtig gut.
bin gespannt, was ihr sagt. So, und jetzt habe ich ja hier noch eine dritte Karte, die ich noch machen wollte. Und da schauen wir doch mal, was wir hier noch an Stanzen haben. Mir dazu irgendwas einfällt. Ja. Also das finde ich schon mal richtig gut. Und Herz drauf. Ja, wir nehmen die hier. Genau, wir nehmen die jetzt hier. Damit werden wir jetzt basteln. So, dann kann ich die schon mal hier zur Seite packen. So, und dann habe ich ja noch diesen tollen Bogen gehabt. Und der ist von Avec. Also das wird wahrscheinlich einer sein. Von Action. Und das ist so tolles Papier. Ah, nur ist die wie entscheiden. Ja, wir können also schön Ton in Ton bleiben. Ich mal so. Ach ja, hier hatte ich ja mit dem Stift noch ein bisschen gemacht. Kann ich mir auch überlegen, ob ich das noch mache mit dem Stift ein bisschen. Ich muss mal gucken. So. Und das finde ich auch toll. So, dann geht erstmal wieder los. Die Karte auf die richtige Größe schneiden. Ich muss hier mal wieder bei mir ein bisschen meinen Schreibtisch umräumen. Das andere haben wir schon alles schön umgeräumt. Und meinen Schreibtisch muss ich ja auch nochmal machen. Das ist nicht ideal. Ich muss das alles gleich greifen können. So, 10,5. So. Und 14,5. Ja, die wird ja klein. So. Ja, das macht aber nichts. Lieber der Umschlag ein bisschen größer, als der Umschlag zu klein ist. So, und das machen wir jetzt eine Nummer kleine. 10,5 hatte ich jetzt, ne? Hoffentlich. Ja. Auf 10. Und auf 14,14. So. Passt es natürlich ideal da drauf. Die Reste kommen alle in meine Kiste rein. So. Und jetzt packen wir die aus. Ist nämlich so schön, weil der Umschlag ist ja auch mit Herzen. So. Und dann möchte ich als erstes die Herzbordüre hier machen. So. Und da nehme ich mir jetzt solche Markerzettel. So. Das sollte, wenn es möglich ist, nicht verrutschen. So, dann kurbeln wir das einmal durch.
Oh, es ist verrutscht. Wie ärgerlich. Also mache ich das nochmal. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt habe ich das gemacht. Und hier werde ich jetzt nochmal mit der Mini arbeiten. Wo habe ich denn meine Folder? Werde ich erstmal das ausstanzen. Also man muss das gut festmachen, damit das klappt. So. Dann so. So, ja, eigentlich immer erst die zur Seite zuerst. Okay. So. Das kommt dann darauf. Und jetzt wollte ich noch Herzen machen. So, mal gucken. Das passt. Das kann ich gleich zwei machen. So. So. Mal sehen, ob da überhaupt zwei raufpassen. Mal gucken. Festmachen hier. Da auch. So, ich glaube, ich passe noch eins drauf. Wichtig natürlich der Folder, aber ich mache das ja auch so, dass ich den nachher wieder unter was lege, dass der dann sich wieder ein bisschen hinbiegt. So, mal gucken. Mal den Umschlag wegnehmen. So. Und so. Ja, ich glaube, ich mache das so und dann ganz viele kleine Herzen da noch drauf. Genau. Ja, das ist auch schön jetzt, diese Stanze, also dieses Set. Einfach richtig cool mit diesen doppelten Stanzen. Dadurch kann man immer gleich so einen Hintergrund mit stanzen. Das finde ich immer total gut. Hä? Ach, das wird bestimmt da irgendwie. Und irgendwo muss noch eine sein. So, kann man das alles mal zur Seite packen. Ja, und gerade so mit diesen Bordüren kann man ja auch wirklich schöne Sachen mitmachen.
auch so eine Karte reinstanzen, sieht natürlich auch gut aus. So, jetzt habe ich das ja hier so und das setze ich auch schon mal mit Abstand darauf. Da, nehmen wir das so lange. So. Ja, da habe ich neulich drin mit rumgeschmiert hier. Mal sauber machen die Spitze. So, ein bisschen Abstand. So, und jetzt kommt das Herz auch mit Abstand drauf. Oder ich mache erstmal den mit Abstand drauf. Damit ich dann besser weiß, wo ich das Herz platziere. So, und hier will ich wieder Lieblingsmensch drauf haben. In der Hoffnung, dass ich das gleich gut hinkriege. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht so macht, dass so hier in den Ecken nichts draufkommt. So. Ja, wunderbar. Das ist doch wunderbar. Hätte ich jetzt gar nicht immer zwischendurch Schrubben brauchen. Aber gut, Schrubben macht ja auch Spaß, ne? So, das lassen wir noch einen Augenblick trocknen. So, und dann kommt hier das Herz hin. Das können wir schon mal zumachen, sonst schmiere ich hier gleich alles ein. Ich kenne mich ja. Ich habe auch eine schöne Karte zum Muttertag, ne? So. Das auch mit Abstand. So, jetzt hatte ich gedacht, dass man das noch so ein paar kleine raufbringen kann. Ach, sind sie schon wieder da. Wollen gerade Gassi gehen. Wird er nicht so schön draußen? Schatzel? Was? Wird er nicht so schön draußen? Nee. Wieso? Nö, frag dich nur, weil dir kam mir ja so kurz vor. Ach so. Ja, ich bin nicht so gelaufen. Ja, gestern war ja richtig schön, da sind wir richtig schön eine große Runde gelaufen. Und ja, es soll ja morgen auch ganz schön werden, hier bei uns. Und Samstag sogar 19 Grad und dann wieder runter auf 9 Grad. Oh, das soll ja auch einer gut aushalten können.
Dann hat man natürlich jede Menge von diesen schönen Herzen dabei. So. Wenn man das jetzt auf durchgefärbtem Papier, die Herzen ausstandet, diese Bordüre, dann, ja, ich nehme gerne noch einen Kaffee, danke. Dann hat man auch schönes so für Schüttelkarten, ne? Wenn die dann beide auf beiden Seiten das gleiche haben oder unterschiedliche Farben, nur nicht weiß. Weiß finde ich, würde nicht so passen. So, jetzt kommt mein Lieblingsmensch da ja auch noch auf. Und jetzt kommt noch Steinchen drauf. Ja, und ihr seht, das ist jetzt eine Karte. Die habe ich mit euch entstanden. Also die habe ich mir jetzt nicht vorher ausgedacht, sondern ich habe einfach geguckt, was ich habe. Und dann überlegt, was könnte so zusammenpassen von den Farben her. Und so fange ich an. Und daraus entstehen dann die Karten. Ups, wo war der nicht? Wo ist der hin? Da. Ja, bei diesen muss man immer so ein bisschen hin und her. Dann nimmt man die Klebefläche nämlich mit. Oh, da passt noch. Oder? Ja, machen wir hier nochmal. Und so. Und fertig ist die dritte Karte. Fazzi, fazzi. Oh, ich bin hier so glücklich mit meinem Klorollenhalter hier, weil ich nicht mehr suchen muss. Ich habe das jetzt immer alles schön gleich in der Hand parat. So. Dann wollen wir sie mal hinstellen. So, die Herzchen. Mal gucken, wo ich die reinpacke. So, also die Herzkarte gefällt mir richtig gut. Dann die tolle mit den Blumen und die etwas buntere Karte. Ja, ich hoffe, ihr habt Lust, das nachzubasteln und ihr habt wieder mal so eine Idee gekriegt, was man mit den Stanzen so machen kann. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag. Vielleicht mögt ihr mir ja einen Daumen hoch lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vielleicht auch ein Abo, das hilft meinem Kanal total. Und es kommt ja auch noch, werde ich morgen machen, die Auslosung. Also wenn ihr noch dabei sein wollt, guckt auf das Video Verlosung vor 2 Wochen. Da mache ich dann, war das vor 2 Wochen oder vor 1 Woche? Jedenfalls guckt einfach mal auf die Verlosung. Das Video als Dankeschön für die 2000 Abonnenten, weil ihr einfach spitze seid. Und wenn ihr dann noch mitmachen wollt, dann schreibt da einfach noch was in die Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle jetzt noch einen schönen Nachmittag. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao!